Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir sind immer noch hier am Gardasee mitten am Campingplatz. Heute sagt er so ein bisschen bewölkt, aber erst am Nachmittag Regen an. Deswegen starten wir jetzt mal auf dem Berg mit den E-Bikes zur Naranjalm, also den Naranj Trail. Und ich teste heute Fitness, Power, Tubes. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall können die den Puls messen und natürlich ganz normal zum Telefonieren oder eben auch als Mikrofon verwendet werden. Und dann könnt ihr ja mal schreiben, ob ihr einen Unterschied beim Sound merkt. Und später versuchen wir dann die Herzfrequenz auszulesen. Diese Ablage kennt ihr ja, oder? Da hat Petra irgendwann mal ganz doll nachgesucht. Ja, damals im Schweiz-Video. Die Playlist von der Schweiz kann ich euch auch mal verlinken. So, dann machen wir mal die GoPro an und packen hier die Kopfhörer aus. Geladen habe ich sie schon, sonst hatte ich sie noch nicht in der Hand. Musste man da jetzt irgendwas drücken zum Koppeln oder zum Anschalten? Also nur drücken und dann... So, gerade wieder was dazu gelernt. Ich hatte die Insta360 ja schon mal mit den Earpods verbunden, aber die GoPro kann man anscheinend gar nicht anderweitig verbinden. Die kann ich nur mit der App oder mit der GoPro Fernbedienung verbinden. Deswegen verbinde ich es jetzt mit dem Handy. Dann läuft die Navigation über die Kopfhörer und wir können auch mal ein, zwei Aufnahmen mit dem Handy dann natürlich machen. Dann hört ihr sicherlich trotzdem einen Tonunterschied. Verbunden sind sie jetzt schon, das war super einfach. Und dann machen wir es einfach so. So, ihr seht, ich bin verbunden. Schauen wir mal, was der Sound so macht. Das müsste jetzt auch heißen, dass ich nicht mehr in die Kamera schauen muss, damit ihr mich gut verstehen könnt, was natürlich schon wieder witzig ist. Wäre sicher auch mal eine gute Sache für Martin und Vicky. Und damit geht's los, oder? Jetzt muss ich da wahrscheinlich aber näher ran, damit ihr auch mal den Nico hören könnt. Hallo, hallo. Unsere Radtour war heute echt weit. Wir haben sicher 500 Meter, keine Höhenmeter. Petra hat schon wieder Hunger, wir müssen jetzt was essen. Ja, ja, jetzt bin's wieder ich. So, was mich jetzt selber aber total interessiert, das ist jetzt ohne Kopfhörer. Und dann machen wir gleich mal noch ein paar Sekunden mit Kopfhörer. Da haben wir schon Verbindungsgeräusche. Also, es hat sich auf jeden Fall schon automatisch verbunden. Wir haben auch schon scharfes Öl bekommen. Und, ja, tu es. Dann wäre es, glaube ich, besser, du hättest die drin. Und jetzt bin ich echt gespannt, ob man einen Unterschied hört. Noch schärfer. Da hinten werden schon unsere Bikes mal wieder beobachtet. Die fallen echt auf. Währenddessen ist bei uns Pizza geübt. Pizza, Hunger. Hey, hey. Parmesan. Jetzt haben wir Glück gehabt. Jetzt hat es sogar noch richtig aufgerissen. Von dem her war das Pizzaessen definitiv die beste Entscheidung. Oder? Na klar war das Essen mega. Ja, da ist kein Geheimtipp mehr zu essen, aber es ist trotzdem immer wieder gut. Vor allem das Tiramisu. Lecker. Lecker, lecker. Und Aussicht jetzt echt wieder gigantisch. Fahr mal weg. Ist die Aussicht schöner? Nein, er soll ja ruhig draufbleiben. Ich mag immer gerne, wenn jemand im Bild ist, weil sonst kann man es ja gleich einfach als Bilderbuch runterladen. Ja, bei uns geht es mittlerweile schon die Betonrampe rauf. Also hier sind die E-Bikes schon fein. Nachher gibt es, glaube ich, auch noch ein, zwei Trail-Abschnitte uphill. Und da ist natürlich echt Gold wert. Ja, die Kopfhörer halten gut, sind bequem. Ich merke die eigentlich gar nicht. Und das Praktische ist halt, die Navigation verläuft diesmal unauffällig. Ihr kriegt nichts davon mit. Das geht eben rein über meine Öhrchen. Und von dem her muss ich nicht so aufpassen, weil ich die GoPro anmache. Und sie hört nicht so gut. Ja, es geht aber. Also ich finde, es geht. Klar, ein bisschen weniger hört man schon. Aber ich krieg alles mit. Passt schon. Sie hört immer nur das, was sie will. Ja, so wie immer. So wie es sein sollte. La la la. Hat er gesagt, er will umdrehen? Ich habe nichts gehört. Ich glaube, er will weiter. Hoffentlich ist das wirklich. Ich bin ja mehr der Anaconda-Liebhaber, aber wir halten uns an die Regeln. Ob wir wollen oder nicht. Und dann sind wir halt hierher verwiesen. Aber ihr seht,
Schön ist der auch. Nur eben nicht Anaconda, leider. Aber dafür gibt es nachher mega Aussicht von der Alm. Und es ist eh noch nicht ganz trocken. Von dem her sogar unser Glück vermutlich, weil der hier, der ist schon leichter. Und wenn man sowas erzählt, wie der Trail ist leichter, muss man sich danach immer doppelt konzentrieren, weil dann hat man Riesenchancen, sich auf die Schnauze zu legen. Fragt mich nicht warum. Ich denke, das ist Karma, auch wenn ich an sowas nicht glaube. Ja, was man halt wirklich merkt, das Gewitter hat hier ordentlich gewütet überall. Und ja, die Wege sind alle extrem ausgewaschen und dadurch um einiges schwerer geworden. Seht ihr die ganzen Löcher einfach? So kenne ich den sonst nicht. Also der ist wirklich schwerer geworden. Das merkt man so richtig. Ich denke mal, das wird sich auch wieder geben irgendwann. Aber im Moment gerade ist er ordentlich ausgespült. Und mit sehr viel rollenden Steinen. Und dementsprechend muss man sich schon wirklich konzentrieren. Sehr brav. Nico folgt dem Weg, nicht der Wasserspur. Auch wenn die natürlich manchmal verlockend ist. Der Nico hat sich gerade schon lustig gemacht über mich, aber ich mag die Aussicht einfach sehr, sehr gerne. Ja, das wäre dann die Naranj. Aber ist geschlossen wegen einer Hochzeit. Ich fetze für euch trotzdem noch schnell vor, noch sehe ich niemanden. Sollte also passen. Ja, Blick auf den See ist hier schon sehr, sehr gut. Kann man nichts dagegen sagen. Und was sagt er zur Location? Schön. Nico auf Abwegen. Ja, wir sind jetzt noch mal ein Stückchen hochgetreten und ich denke, das ist der Hämmer, wo wir jetzt gerade drin sind. Und ja, wie ihr seht, halt auch ordentlich ausgespült. Aber geiler Weg, macht schon Spaß. Ich kannte den bisher nur aus dem Frühling, da war ganz viel Laubzeug drin, da fand ich ihn nicht so cool. Aber das ist jetzt auf jeden Fall gut.
Gedächtnisklauen. Gemein. Naja, passend zu Nikos Alpencross. Der kennt es ja gar nicht mehr. Trocken zurückkommen, fängt an zu regnen und die Sonne scheint noch. Extra verrückt. Boah, hey, das ist einfach so ausgespült, die Wege. Und wisst ihr, was wir uns heute zum Abendessen machen? Ich verrate es euch jetzt einfach mal, damit wir es auch wirklich tun. Nämlich Burger. Boah. Ich finde den geil. Ja. Pieti Arco. Ja, für uns geht's jetzt auf dem Radlweg zurück nach Torbole. Auch heute wieder ein bisschen Blick auf den See. Und ja, hier ist so ziemlich alles unterwegs. Auch mal ein Siegel. Alles eben. Ab geht's zum Supermarkt. Und es gibt tatsächlich Burger. Wie geil. Nico ist schon voll fleißig. Ich komme gerade vom Duschen und aus dem See. Und so sind sie dann geworden, unsere Burger. Ich würde sagen, die können sich durchaus sehen lassen. Der schöne Mann natürlich auch, zumindest mit Burger in der Hand. Falls ihr jetzt neugierig geworden seid und mehr über diese Kopfhörer erfahren wollt, dann packe ich euch den Link auch einfach mal in die Infobox. Dann könnt ihr euch das ja mal selber anschauen. In Summe waren wir wirklich sehr zufrieden damit. Und können auch keinen Unterschied zu anderen namhaften Herstellern feststellen, also vor allem keinen negativen. Die Klangqualität war super, Batterie hat auch super gehalten, Kopplung war mega einfach und ja, wir sind sehr zufrieden derzeit. Schreibt uns gerne mal, was ihr davon haltet, falls ihr sie schon kennen solltet.